Was soll ich jetzt davon halten? Heute für euch im Test die Winteredition Duplo Speculatius und meine Erwartung ist schon echt hoch. Ich bin der Snacktester, schön, dass ihr da seid. So sieht die Verpackung vom Duplo aus und 18 Stück sind hier drin, denn das ist das Big Pack. Und hier seht ihr sie, die längste Praline der Welt, sieht aus wie immer, duftet aber nach winterlichen Aromen. Ich habe es mal versucht zu sezieren, ist mir leider mehr schlecht als recht gelungen, aber es ist ein typischer Duplo-Aufbau mit Waffelkern, Creme und Schokolade und ich probiere mal. In der Zwischenzeit zeige ich euch kurz die Nährwerte und Zutaten, bei Bedarf pausieren, denn es geht schon weiter. Ja. Was soll ich jetzt davon halten? Vom Essgefühl mit dem Knack der Waffel und der Schokolade und der Creme ist das definitiv ein Duplo, aber geschmacklich? Hashtag Nelke, sage ich mal, denn da ist einfach viel zu viel Nelke drin. Die ist einfach sofort da und lässt kaum Platz für andere Aromen. Schade, meine hohen Erwartungen wurden leider nicht erfüllt. Das hätte ich mir so in die Richtung der Lotus Biscoff Creme gewünscht. Dann komme ich jetzt zur Wertung und ihr könnt danach hier und hier gleich weiterschauen, wie sich die Giotto Zimtstern und die Ferrero Küsschen Lebkuchen so schlagen. Für mich viel zu viel Nelke und zu wenig Spekulatius, aber nicht falsch verstehen, das Duplo ist jetzt auch nicht ungenießbar oder total unlecker. Ich werde die auch aufessen. Ich gebe hier noch eine 3. Danke fürs Zuschauen und ich verkrümel mich.